Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Mike Terranova, komm gerne einmal zu uns in die Mitte. So, wir haben ja vor der Partie schon mal gesprochen. Großes Selbstvertrauen war durchaus da, nach dem Sieg auch im Pokal. Ergebnistechnisch jetzt trotzdem das Anknüpfen so an die vergangenen Wochen. Wie ist die Einschätzung der Leistung der Mannschaft heute? Ja, ich glaube, dass wir ordentliche 40 Minuten hatten. Dass wir den Plan, den wir halt hatten, umzuschalten, erstmal gut stehen, dass er eigentlich voll aufgegangen ist. Man hat aber gemerkt, dass wir dann halt im letzten Drittel ja nicht effektiv waren. Wir sind halt nicht zum Abschluss gekommen, zu viel Haken unnötig. Also wir hatten schon viele, viele Ballgewinner. Müssen wir einfach mehr raus machen oder mutiger sein. Ich glaube einfach, ja, dass sie halt öfters die Situation brauchen, um dann sich vielleicht besser zu entscheiden. Ärgerlich ist natürlich die Entstehung des ersten Tor. Des ersten fängt ja, man will ja nicht zu weit gehen, Freistoß, der keiner ist. Und dann ist es meistens so, ist das dann der zweite Ball, der nachher reingeht. Und dann kurz vor der Halbzeit ist das natürlich mehr als ärgerlich. Und dann lässt sich dann auch so eine Mannschaft wie Wuppertal auch nicht mehr gehen. Dann haben die sich ein bisschen reingestellt. Und dann muss man sagen, hat die Kraft irgendwann nachgelassen. Und wir haben einfach auch zu wenig Lösung gefunden. Ne? Also da war nicht mehr viel nachher. Ja, ich kenne dich ja, Terra, und ich weiß, dass du ein temperamentvoller Mensch halt bist und auch Trainer. Und ich habe dich die letzte Viertelstunde, 20 Minuten beobachtet. Wie frustrierend ist das für dich? Ich kenne dich, du bist jemand gewesen, der sein Herz immer auf den Platz gelassen hat. Wenn du dann siehst, dass so die letzten 20, 25 Minuten ja, so runtergespielt werden. Ja, es nervt mich wirklich also sehr. Ne? Deswegen habe ich auch nachher nichts mehr gesagt, bevor ich was Falsches sage. Ich glaube, dass sie auch müde waren, vielleicht auch vom Kopf. Ne? Sind auch nur Menschen, muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Ja, ich hätte mir den einen oder anderen härteren Zweikampf gewünscht. Aber die erreichst du dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ich sehe es erstmal positiv. Die ersten 40 Minuten, die waren gut. Da müssen wir uns belohnen, dann sehen wir ein anderes Spiel. Das ist erstmal das, was ich halt bewerte. Und ja, und auch vom Einsatz, der ein oder andere konnte auch positive Sachen, konnten wir schon sehen. Halt, ne? Moritz Stoppelkamp, Sven Kreier, beide ja draußen gewesen zu Spielbeginn. Was war da die Idee, als die beiden dann zur Halbzeitpause reingekommen sind? Wir beide sind ja nicht, aber die Idee war ja halt, wie gesagt, umzuschalten, gut zu stehen, auch anderen die Spielzeit zu geben. Und ich finde, die haben es super gemacht. Ne? Es fehlt halt nur, wie gesagt, diese Durchschlagskraft. Wo spielt man Bälle hin? Wie spielt man die Bälle dahin? Wann flankt man und. Aber wie gesagt, wir werden es analysieren, wir werden es mit den Einzelnen besprechen und dann wird sie das auch wieder weiterbringen. Mike Terranova, vielen herzlichen Dank. Alles klar, okay. Dann schon 3-0. Klingt nach einer sehr deutlichen Angelegenheit. Wie hast du es auf dem Rasen wahrgenommen? Ja, das Ergebnis spiegelt das schon so her. Also 3-0 ist schon klar, muss ich sagen. Aber gut, wir haben die eingeladen. Man muss sagen, Wuppertal war heute auf jeden Fall eine Klasse besser. Ist schon so recht gewesen, das Ergebnis. Also 3-0-Ergebnis, sagst du, passt. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, zumindest auch mal noch auf das dritte Tor einmal zu schauen. Wir haben in der Halbzeitpause uns die ersten beiden schon mal angeguckt und vielleicht haben wir die Möglichkeit, jetzt auf den Sargnagel dieser Partie einmal zu gucken. Wie analysierst du das Tor? Ja, haben die super gespielt, also guter Spielzug, muss ich sagen. Der läuft aus der, also quasi nicht mal im Abseits, läuft gut rein und dann super Auge nach links rüber gespielt und so kann ein Spielzug aussehen. Ne? Habt ihr dann nach dem 2-0 zur Halbzeit dann in der Halbzeitpause so ein bisschen auch die Marschrichtung gekriegt? Okay, wir müssen jetzt hinten vielleicht auch ein bisschen mehr aufmachen, ein bisschen mehr nach vorne versuchen, um das Ding vielleicht noch irgendwo drehen zu können? Ja, das nicht unbedingt. Klar muss man, wenn man 2-0 hinten liegt, will man auf jeden Fall irgendwie einen Anschlusstreffer machen, dann geht immer was. Aber wenn man ehrlich ist, dann hat Wuppertal das auch einfach clever genug gemacht, den Ball gut zirkuliert. Muss man sagen, haben wir auch in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr gehabt. Wie wichtig wird es jetzt sein, gerade auch in deiner Funktion als Kapitän oder Führungsspieler? Ihr habt noch ein wichtiges Spiel am Ende der Saison. Es wird nichts mehr gehen, nach oben, nach unten. Das war vorher klar, das hat man vielleicht auch die letzten 20, 25 Minuten gesehen. Aber wie wichtig wird es jetzt sein, diese Spannung hochzuhalten? Und was machst du da konkret? Generell ist es sehr, sehr wichtig, die Spannung hochzuhalten. Da kann man nur von Einheit zu Einheit bis zum Wochenende die Jungs darauf hinweisen, dass sie mehr machen müssen und mehr machen wollen, wenn sie auch irgendwann mal in den richtig bezahlten Fußball zu kommen. Also das ist so, auszuruhen jetzt wäre die falsche Richtung, sage ich mal, auch für die jungen Spieler, auch für uns, erfahrene Spieler. Aber da motivieren wir jeden Tag die Spieler, ein bisschen mehr zu machen. Klar, heute die Woche war ein bisschen schwer mit dem Pokal jetzt nochmal. Aber das hat man auch gesehen, wie du sagst, letzten 20 Minuten hat ein bisschen der Elan
Der Elan. Der Kopf war leer. Der Kopf war leer, genau, aber wir müssen ein bisschen so gucken, dass wir jetzt uns noch mal straffen und die Spiele mitnehmen als gute Vorbereitung gegen Essen oder Ratingen. Dann Jörzig, vielen herzlichen Dank. Trotzdem schönes Wochenende. Björn, wir haben jetzt den nächsten Gast, der jetzt gleich direkt mal reinkommt. Marco Terrazino. Glückwunsch. Marco, Glückwunsch zum Sieg. Wir gucken mal, dass wir dich gut in die Mitte reinkriegen. 3-0, Tanja Öztürk hat gesagt, ja, das war schon genauso deutlich, wie das Ergebnis das auch hergibt. Wie hast du das Ganze gesehen? Ja, ich denke, insgesamt war es ein gutes Spiel von uns. Wir haben von der ersten Minute gezeigt, dass wir nichts anbrennen lassen wollen, weiter unseren Weg gehen wollen. Und ja, das haben wir konsequent gemacht. Bei allen Respekt zu RWO, aber die waren heute auch nicht so stark, muss man sagen. Dennoch musst du 90 Minuten das seriös angehen. Und das haben wir gemacht und haben 3-0 kein Gegentor bekommen. Das ist für uns auch immer sehr wichtig. Und ich denke, insgesamt sind wir zufrieden. Drittes Spiel in Folge, jetzt ohne Gegentor, du hast es gerade angesprochen. Deutliches Upgrade defensiv auf jeden Fall. Ihr habt hinten relativ wenig zugelassen. Du hast vorne oder nach vorne in gut die Strippen gezogen. Für dich vielleicht sogar das beste Spiel im Trikot des WSV? Kann gut sein, wenn man dann, klar, die Scorerliste zwei Vorlagen, dann ist es immer einfacher zu sprechen mit einem guten Spiel. Aber insgesamt, ja, ich fühle mich wohl. Ich habe jetzt ein bisschen eine neue Rolle, etwas defensiver, mehr als Regisseur zu arbeiten. Und es macht mir Spaß. Der Trainer und die Mannschaft, die geben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Die Bindung zu den Mitspielern ist sehr, sehr gut. Deswegen, es fühlt sich gut an. Ehrlicherweise tut es halt weh, dass man in der Vorrunde so viele Punkte liegen gelassen hat oder generell, dass man jetzt so stabil spielt, aber so ist es. Wir wollen trotzdem jetzt die letzten 6 Spiele noch erfolgreich gestalten und weiter so ein Gesicht zeigen. Ja, du hast gerade schon gesagt, ihr habt sehr souverän, sehr reif runtergespielt, sag ich mal, auch du im zentralen Mittelfeld. Hast aber auch richtigerweise angesprochen, Oberhausen war, glaube ich, nicht in der Lage, euch richtig zu fordern. Wie schön ist es dann bei so einem Wetter, einen Gegner vielleicht zu haben, der dann nicht mehr alles abfordert von einem selbst. Und wie wichtig ist es aber für dich auch, hinsichtlich vielleicht der neuen Saison, weiter die Spannung hochzuhalten und den Fokus zu behalten? Ja, unser Ziel ist es, ich sag mal kurzfristig, mittelfristig, wir wollen natürlich hoch. Wir brauchen nicht drum herum reden, deswegen ist es gut, dass du weiterhin stabil bleibst, konstant, und das ist unser Ziel. Und natürlich ist das bei so einem schönen Wetter Heimspiel, du gewinnst 3-0 gegen RWO. Ich denke, wir können jetzt 1,5 Tage sehr gut genießen. Abschließend mal noch kurz die Frage. Ersan Palatan hat das im Interview vor der Partie gesagt. Hohe Anerkennung für Alemannia Aachen und die Konstanz. Auf die Frage, ob das jetzt sehr wehtut. Du hast es gerade gesagt, du bist selber sehr, sehr konstant im Punkten und kommst trotzdem nicht dran, sondern verlierst sogar noch Abstand. Wie siehst du das? Ich meine, es würde viel mehr wehtun, wenn es jetzt, sage ich mal, 5 Punkte wäre. Es sind schon deutlich 11 Punkte, das sagt schon echt einiges. Und die machen ihre Hausaufgaben konstant seit dem, ich weiß nicht, 7., 8. Spieltag. Von daher ist das absolut verdient. Für uns, wir müssen 6 Spiele gut spielen, weiter so bleiben, weil wir wollen den 2. Platz. Und deswegen brauchen wir jetzt nicht hadern. Natürlich tut es irgendwo weh, aber du musst halt eine ganze Saison stabil spielen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Dennoch wollen wir die Saison erfolgreich noch beenden. Marco Terrazino, vielen herzlichen Dank und Glückwunsch nochmal zum Sieg. Dankeschön. Taktische Marschrichtung vor der Partie komplett aufgegangen, würde ich fast behaupten. Ja, fast ist gut, weil wir in den ersten 20 Minuten ein bisschen unruhig am Ball waren, sehr ungenau waren und auch nicht so Fußball gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber ich sag mal so, ab mit der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir letztendlich klarer wurden, im Spiel mit dem Ball besser wurden und uns auch Torchancen erspielt haben. Und zweite Halbzeit war das ein perfektes Match für uns. Was mir persönlich aufgefallen ist, wir haben das anhand unserer Highlights mal versucht, so ein bisschen darzulegen. Für RWO richtig große Torchancen haben wir eigentlich fast gar nicht festgestellt, Björn. Ne? Da war nicht sonderlich viel. Nee, also RWO ist nicht mit Sicherheit in der Lage gewesen, den WSV heute wirklich an die Grenze oder bis an die Grenze zu bringen. Dafür war der WSV dann auch zu gut, ohne wirklich an seine Grenze gehen zu müssen, muss man sagen. Sie haben es dann sehr reif, sehr solide runtergespielt. Aber ich habe den Trainerkollegen ja beobachtet. Er hat es gerade schon gesagt, er war in der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden mit der Genauigkeit im letzten Drittel vor allen Dingen. Da hätte man sogar das Spiel schon frühzeitiger entscheiden können. Für mich halt die Frage, am Ende trotzdem zufrieden, natürlich mit dem 3-0, aber hättest du dir gewünscht, gerade am Ende, auch da hätte man ja noch mehr Kapital rausschlagen können. Ärgert dich das auch ein Stück weit? Und wie wichtig ist es auch, Richtung nächste Saison vielleicht schon jetzt schon den Fokus zu behalten und weiter sich einzugruben?
Ja, ich fange mal von der letzten Frage an. Dass wir den Fokus haben, das sieht man, glaube ich, dass wir nichts abschenken wollen, das sieht man auch. Es war ja heute auch nicht einfach, bei 23, 24 Grad wirklich denn auch Tempo-Fußball zu spielen. Das muss man den Spielern auch vorhalten, wenn man ja gestern, vorgestern 12, 13 Grad hatte und jetzt heute dementsprechend auch die Temperaturen hochgegangen sind. Aber ich bin jetzt mit dem Spiel sehr zufrieden. Klar wünscht man sich, dass man den gezielten Konter dann auch vollendet. Das nehmen sich die Jungs ja vor, die Spieler ja vor. Dass es denn nicht gepasst hat, ist vielleicht auch an der Kraft oder an der Kondition dann am Ende auszumachen. Aber ich fand, dass wir es über weite Strecken, wie gesagt, bis auf die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut gemacht haben und einfach gezeigt haben, dass wir schon den Fokus jetzt nicht nur für dieses Spiel und diese Saison, sondern auch im Hinblick auf die nächste Saison gelegt haben. Weiterer Schritt in die richtige Richtung, würden Sie es so unterzeichnen? Ja, mit Sicherheit. Also wir haben zu null gespielt. Wir haben, wie ihr gesagt habt, dem Gegner fast gar keine Torchance zugelassen. Am Anfang des Spiels waren es vielleicht so ein, zwei Möglichkeiten, aber dann das so wegzuverteidigen und selber immer noch auch Torchancen sich zu erspielen, zeigt ja die Stärke dieser Mannschaft und dass wir intakt sind, dass wir ein gewisses Teamspirit heute auf den Platz gelegt haben. Und deswegen bin ich sehr zufrieden und auf diese Leistung werden wir natürlich aufbauen. Ja, Herr Palatan, vielen herzlichen Dank. Glückwunsch nochmal zum Sieg. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.